Peter Liebers. Im Sommer werden die Grundlagen gelegt für das, was man im Winter erreichen will. Getreu diesem Motto hat er sich nach Kanada aufgemacht und dort versucht, sich weiter zu verbessern. Er ist ja in der Lage, den vierfachen Toe-Loop zu springen, aber sein Lieblingselement, das ist das hier, der dreifache Axel. Und das wundert eigentlich keinen, denn sein Vater Mario war der Erste, der diesen Sprung in einem Wettkampf unfallfrei aufs Eis brachte. Der Axel, so heißt es ja immer, ist der Königssprung. Aber wenn Peter Liebers international in die vorderen Ränge will, dann wird er den vierfachen Toe-Loop bringen müssen. Ohne einen vierfachen geht heute eigentlich nur noch ganz wenig.